So eine Menge Karten gesammelt. Ich werde dir diese Liste geben. Yay, ultimative Macht erhalten. Das ist so doof. Jetzt haben wir endlich mal DP und jetzt verkaufen die Packs einfach nicht. Das ist... Was sie sich dabei gedacht haben in diesem Spiel, will ich auch mal nachvollziehen können. Keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Ich gehe gucken, ob irgendjemand in unserem Leuchtturm rumsteht. Vielleicht ist Alexis wieder irgendwie random bei uns im Leuchtturm. Na bitte. Alexis, random im Leuchtturm. Also, lass uns anfangen. Cyber Stage, ja, ne? Dann schauen wir mal. Wir als selbsternannte Experte mit fast einem Deck sollten doch inzwischen noch ein bisschen bessere Karten gegen sie haben. Bei so, starten, los geht's. Ich kann nicht glauben, dass Kevin sich immer noch als Streamboss hält mit seinen 31 Lebenspunkten. Was sie will, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, warum die bei uns die ganze Zeit in einem Leuchtturm rumhängt. Die ist ein bisschen merkwürdig, die Dame. Aber die springt auch random aus dem Busch, um uns zu verfolgen und zu duellieren. Und beschuldigt uns dann, dass wir ihr hinterherlaufen. Ach, mutige Würfel. Für eine Verteidigung, ernsthaft? Das funktioniert auch noch. Das wäre es gut gewesen, wenn die eine 1 gewürfelt hätte. Ja, gut, dann lassen wir das halt so. Ja, Zwillingselfen. Oh. Gefährlich. Ja? Bye, bye. Ups. Ich erkläre jetzt mehr, was es für verschiedene Karten gibt. Uff. GX-Jokes. Ernsthaft, die habe ich mit meinem Mysterio zerstört? Naja, gut. Riesenratte, go. Boah, dann schlagen wir Alexis mal ein bisschen. Und Riesenratte, flupp. Der schreicht erstmal. Ein Face. Seele der Reinen. Ja, jetzt wieder los hier. Seele der Reinen. Ja, meine Güte. Und ein Monster, das stark genug ist, um unsere Ratte zu besiegen. Es ist auch voll sinnvoll, die Ratte zu besiegen. In Anbetracht dessen, dass sie einfach nur eine neue Ratte beschwören wird. Oder gegebenenfalls Mucka Mucka. Da wir drei Handkarten haben, warum nicht? Mucka Mucka. Oh, wir kriegen noch eine Handkarte. Das ist schön. Elegante Wohltäterin. Auch nett. So, wird keine mehr brauchen. Raten. Oh, weg mit dem Viech. Und hier unsere Mega Secret Geheimwaffe, Mucka Mucka. Leider momentan nur mit 1,5. Inzwischen auch nicht mehr so sinnvoll, wie sie noch am Anfang des Spiels war. Aber in meinem Herzen ist sie immer noch ein automatischer Sieg, wenn wir Mucka Mucka auf Anfangsstand haben. Ah, oh, schöne Kopfjägerin, mit Mucka Mucka killen. Was? KI. 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 Was soll das denn? Das tust du da schon wieder. Ach, für solche Fälle haben wir riesen Steinsoldaten, wenn wir sonst nichts mehr zu beschwören haben. Stimmt, ich hatte immer noch eine neue Riesenratte gewollt. Hätten wir wahrscheinlich sowieso nicht kaufen können. Rattendeck klingt als Thema auch eigentlich ganz lustig, aber ich glaube, das ist eher was für Magic als Yu-Gi-Oh! Jo, und ich war's mal wieder für Alexis. Die hat bis jetzt auch immer den Kürzeren gezogen. Du gewinnst! Immerhin ist so ordentlich Erfahrungspunkte wert. Das muss man immer lassen. 106 ist nicht schlecht. Dafür, dass der Deck jetzt nicht so dolle ist. Nächstes Mal werde ich nicht verlieren. Ja, ja. Wow, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen schon wieder.
Das ist dein Raum. Mal wieder. Boah. Aber die Story haben wir immer noch nicht weitergekriegt, obwohl wir jetzt schon eine Duellantenstufe wieder erreicht haben und so. Hm. Gibt's auch genug Ratten, müsste man mal recherchieren, weiß ich nicht. Ich glaube, so viele Rattenkarten gibt's nicht unbedingt. Back to school. Kann Yoga zumindest ein Froschdeck bauen? Ja gut, das ist ja tatsächlich ein Thema. Froschkarten, dafür haben sie tatsächlich ein Deck-Thema zusammengestellt, dass man legitim spielen kann. Mehr oder weniger legitim, so richtig super toll ist es zwar nicht, aber es ist ein spielbares Deck-Thema. Ja, ich guck mal eben in den Laden, ob sie neue Karten gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, ob es einen speziellen Tag gibt, an dem die neue Karten kriegen. Hi, komm rein! Ja, ja, bla bla. Ticke. Oh. Froschmonarchen waren mal Meta. Ja gut, Baumfrosch. Baumfrosch ist eine Karte für sich. Baumfrosch zähle ich jetzt nicht unbedingt für Froschkarten in dem Sinne, obwohl es zu dem Froschdeck im Endeffekt nachher dazugehört. Baumfrosch ist halt so ein eigener Fall. Immer nützlich. Ich schätze, wir rennen ein bisschen sinnlos in der Gegend rum und duellieren ein paar Leute. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Mal wieder. Was bei diesem Spiel ja nicht ungewöhnlich ist. Fontäne! Lauf nicht so weit und verlauf dich nicht, nicht doll. Okay. In dem Gebiet ist offenbar nicht so sinnvoll, gerade zu duellieren. Wenn Fontäne da wieder rumläuft und uns Zeit stiehlt, dann lassen wir das lieber. Ist ja mal bei den Gelben zu Hause. Es ist niemand da, natürlich. Läuft hier niemand rum? Doch, hier. Ich denke, das kann doch nicht sein. Satyr, sure. Den Mann mit seinem Kochdeck, wo man immer Hunger kriegt, kann man ihn platt machen. Ich könnte sogar Hunger kriegen, ich habe nicht sonderlich viel zu Abend gegessen. Jetzt sieht echt wie bei Shin Megami Tensei aus. Kann ich leider nicht vergleichen. Habe ich tatsächlich nicht gespielt. Zwei Verdeckte. Und keine schwere Sturm-Konterkarte dagegen. Bis jetzt haben wir schwere Sturm einmal gezogen. Und wir haben, glaube ich, nicht benutzen können, weil er nicht sinnvoll war in dem Moment. Boah. Meine Lieblings-Konterkarte für solche Karten sind die gleichen Karten. Also, Riesenratte gegen Tomate. Los geht's. Von Riesenratz aktivieren, aber sicher doch. So, schauen wir erstmal, was er beschwört, denn er ist in der Kette der Zweite, praktischerweise. Er holt eine Tomate. Muss ja so kommen. Das Blöde ist, wenn er drei Tomaten hat, können wir keine drei Tomaten kontern. Denn wir haben nur zwei Ratten. Okay. Ratte gegen Tomate. Wenn man Persona mag, kann man schon Megami Tensei gut zacken. Mag so sein, aber auch mit Persona habe ich es leider nicht so. Das ist eine Spielserie, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Natürlich hat er eine dritte Tomate, das heißt, wir können ihn nicht voll kontern. Aber wir haben trotzdem unsere Geheimwaffe. Ja, genau das, Deckbash. Genau das. Und seine letzte in der Reihe ist Sengen. Das ist nicht so spannend. Können wir gleich einfach entfernen. Dann macht Sengen auch nichts Böses. Gehen wir in Let's Play nochmal Persona 5. Ja, genau, machen wir doch mal so gerade eben nebenbei. Ist doch keine Arbeit. Boah, ist der dumm. Aber danke. Ich freue mich. Die gegnerische Riesenratte aus dem Friedhof spezial zu beschwören, ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Denn der Effekt aktiviert sich für uns, auch wenn wir ihn als gegnerische Karte gehen. Das heißt, wir kriegen ein Monster umsonst. Und das heißt, wir kriegen noch eine Geheimwaffe. Zack. Tschüss, autonome Eingreiftruppen. Und vielen Dank, dass ihr 1500 bezahlt habt, um uns noch einen Muka Muka zu sponsern. Ach, wir haben nur noch... Ach, wir haben nur einen im Deck. Mist. Okay. Dann sponsern wir stattdessen den Traumclown. Ist auch nett. Schwäche mich nicht zu sehr drüber. Schauen wir erstmal, was da verdeckt liegt. Pilzmann! Ja.
Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Bilzmann ist nicht die beste Wahl für ein Essensdeck. Und dann entfernen wir Sengen einfach aus dem Spiel. Natürlich, wenn du mit Kingdom Hearts 1 in Verbuggt fertig bist. Ja. Erstmal wird es irgendwann Zeit für Kingdom Hearts 3, ne? Ich meine, jetzt ist es ja theoretisch soweit. Jetzt muss Kevin nur seine Vorbereitung abschließen. Dann geht's los. Oder so. Oh mein Gott, jetzt kommt die Notvorratskette. Wir haben 2000 Lebenspunkte wieder darauf geheilt. Ja, dann müssen wir wohl den Traumplan opfern, ne? Ist so. Etwas, das ich noch nie probiert habe. Wenn diese Karte den Life und seines Gegners Kampfschaden zufügt, zieht es. Aktiviert sich der Effekt von Bistro schlechter? Für irgendwen, wenn wir den zum Angreifen nehmen? I do not know. Weil es ist ja immer noch praktisch gesehen das gegnerische Monster und er macht sich selber dann Schaden. Also müsste er sich dafür eigentlich nicht aktivieren? Eigentlich nicht, oder? Müsste die Logik gebieten. Eine spannende Frage, kann mir die jemand beantworten? Wenn wir den Bistro schlechter per Gehirnkontrolle übernehmen würden und den Gegner damit angreifen, würde sich der Effekt für irgendwen aktivieren? Vom Wording her würde ich sagen nein. In der Praxis bin ich mir nicht sicher. Ja, du würdest den Effekt bekommen. Echt? Hast du das schon mal ausprobiert? Kampfochse. Effekt wird so ausgeführt, als ob es dein Monster wäre. Okay. Ja. Mager des Glaubens holt die autonomen Eingreiftruppen zurück. Boah, wir haben sowieso nichts Spannendes im Friedhof, was er wiederbeleben könnte. Ganz abgesehen davon, dass er jetzt massiv Schaden nimmt. Ich könnte auch magische Störungen dazu spielen. Warum nicht? Frage erinnert mich an meine Abi-Klausur. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Doch, dann stören wir doch einfach mal magisch. Zack, die Hirnkontrolle. Gut, mach was du willst. Ja, jetzt hier, komm. Maschinenkönig. Raus mit dir. Die Obergeheimwaffe. Oh, Maschinenkönig, mach platt, was auch immer das ist. Das ist ein Heuschreckenschwarm. Bam. Aus irgendeinem Grund muss ich gerade daran denken, dass ich den Maschinenkönig in Forspawn Kingdoms auch benutzt habe. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Zu irgendeinem habe ich auch keinen riesigen Trieb dazu, das mal wieder in die Konsole reinzuwerfen oder so. Wobei es definitiv zu den LPs gehört, die qualitativ noch etwas niedriger sind und wo das Commentary definitiv nicht so dolle ist. Aber das ist bei vielen von den älteren LPs der Fall. Ich freue mich immer wieder, wenn ich jetzt diese Woche erst wieder einen Kommentar kriege unter dem alten Tingle-LP von Tingles Rosie Rupee Land. Dass ich einfach durchgehend rede in den alten LPs. Also so richtig durchgehend, ohne mal Luft zu holen und Pause zu machen. Und meistens auch sehr laut. Meistens sehr aggressiv. Die alten Videos gehen mir auch selber auf den Keks, wenn ich die gucke. Aber ich freue mich immer, wenn Leute in Videos von 2013 darauf hinweisen. Nee, ja, vielleicht redest du mal ein bisschen langsamer. Ja, danke. Es ist 2020. Kampfochse. Dann hauen wir Bovegard mal ein bisschen. Immerhin 1500 Verteidigungspunkte. Könnte schlimmer sein, was er da liegen hat. Riesige rote Seeschlange. Norm. Oh, so gut.
Blitzeinschlag. Ja. Zum Glück haben wir inzwischen eine gute Anzahl ordentlicher Monster, sodass uns das nicht mehr so sehr stören muss. Trotzdem ist das nervig. Keine Lust, Schaden zu nehmen. Gleichzeitiger Verlust. Oh, Chris von Charity, das war fies. Machen wir den Kampfochsen. Aber keine Lust, ihn zu attackieren. Wir entfernen den lieber gleich. Ach, er hat noch nicht mal weitere Monster. Das ist schön. Sehr schön sogar. So, den Krieger. Tu mal weg, das Viech. Keine Lust auf drei Riesenkeime. Und direkter Angriff, Kampfochser. Blub. Wehrt er sich nochmal? Ach, natürlich zieht er jetzt ein Monster. Ich hab gehofft, er kriegt einfach keine Monster mehr, die er spielen kann. Na gut, dann können wir unsere Geheimwaffe spielen. Muka Muka! Und Kampfochse bitte drauf. Ach, eine Riesenratte. Das ist jetzt doof. Das wird uns mal ein bisschen stallen. Steinkranz ist wieder weg. Alles klar. Dir ebenso einen schönen Abend noch. Bis denn. Ich liebe, wenn der Typ Riesenschild Gärtner rausholt, obwohl wir noch ein Monster haben, das angreifen kann. Pfosten. Aber umso besser für uns. MSC lassen wir auf Hand wegen Muka Muka. Oh, kommt aber nichts Spannendes mehr, wie es aussieht. Okidoki. Natürlich hat er noch eine Riesenratte gezogen, was auch sonst. Ernsthaft. Glücklicherweise spielt er nochmal Riesenschild Gärtner. Unglücklicherweise hat er aber unseren genau Null-Sieg veraltet. Wump. Oh, Muka Muka machen Blatt. Norm. So, du gewinnst übrigens. Ba ba bau. Oh, läuft. Schon wieder Nacht geworden. Du bist wirklich gut. Bria ist jetzt auch ganz gut. Hm, denkst du. Bei den Mädels jemand Spannendes zu Hause. Fontaine! Fontaine ist immer und überall. Bibubab, jemand auf der Insel. Schade. Wäre auch lustig. Plötzlich Marco Tsunami. Sich mit seinem Schiff verfahren. Da ist der Brier, ja. Wenn man von Brier spricht. Oh, nochmal. Auf ins Duell. Marco würde das Durchschnittstalent und die Durchschnittsintelligenz auf dieser Insel deutlich anheben. Das soll schon was bedeuten, wenn das ausgerechnet Marco Tsunami tut. Um 11 Meteoreneinschlag. Oh, bitte, mach was du willst. Zylinder! Schwamp. Und das gute alte Herz des Unterlegenen. Wie ein Brier das so tut, jetzt schwerer Sturmziel. Und Raubmeerkoppeln. Ja, bitte. Ich hatte gerade einen Marco aus Final Fantasy 7. Okay. Nein, den meine ich nicht. Aber doch, das Raubmeerkoppeln benutzen wir den Traumclown, um ihn zu killen. Und dann greifen wir mit dem siebenfarbigen Fisch an. Blub. Ja, Brier. Dann recover mal mit 1000 Karten, die du jetzt erstmal aus deinem Deck ziehen kannst.
Okay, tatsächlich nur eine zusätzlich gezogen. Mystischer Reiter. Ja, klar. Will unbedingt unseren Traumclown loswerden. Kann man nachvollziehen. Ist tatsächlich eine schlechte Entscheidung.